Und jetzt ist es 5:12 zwischen den Atommächten USA und der UdSSR. ...1983 standen sich zwei Supermächte gegenüber. Sie verfügten beide über genügend Nuklearwaffen, um die Erde mehrfach zu vernichten. Keine von beiden wusste, was die andere dachte. Im Laufe des Jahres 1983 führte eine Reihe voneinander unabhängiger Ereignisse bei der betagten Sowjetführung zu der Überzeugung, dass ein Angriff der USA kurz bevorstand. Und just zu diesem Zeitpunkt begann die NATO mit Manövern, die die endzeitliche Entscheidungsschlacht Armageddon probten. Fast hätten sie diese tatsächlich ausgelöst. Zum ersten Mal wird nun im Fernsehen die geheime Krise dieses Jahres rekonstruiert und enthüllt, wie nah wir dem Dritten Weltkrieg waren. Die Tragweite der Ereignisse ist viel zu wenig bekannt. Wir waren zum Dritten Weltkrieg bereit, wenn die USA angefangen hätten. Wir standen am atomaren Abgrund, ohne es zu wissen. If we are attacked by nuclear weapons, these are the warning sounds you must recognize. When you hear the attack warning, you and your family must take cover at once. Regen Andropov, South America! I mean, look how many people are against the bomb, look! 1983. Im Weißen Haus Ronald Reagan. Im Kreml Juri Andropow. Und ein Atomkrieg lag in der Luft. Von der übrigen Welt unbemerkt begaben sich im November 83 hochrangige NATO-Offiziere in einen Atombunker in Belgien. Sie waren aus ganz Europa und Nordamerika angereist, um an einer jährlichen Kommunikationsübung teilzunehmen, die den Namen Able Archer trug. Able Archer was a routine command post procedural exercise. Able Archer war eine regelmäßig stattfindende Kommandostabsübung. An ihr nehmen nicht ganze Armeedivisionen und Panzer teil, sondern ausschließlich Fernmeldeeinheiten, die Gefechtsposten beziehen und den Informationsaustausch untereinander üben. Able Archer war ein Kriegsspiel als Kommunikationsübung. In den Wäldern von Westdeutschland verschickten Fernmelder Botschaften nach einem streng kontrollierten Skript. Diese Meldungen gingen im NATO-Kommandobunker ein und wurden dann an die Übungsteilnehmer weitergeleitet. Die Vorgabe war immer dieselbe. Es begann mit einem diplomatischen Zwischenfall, der schnell zu einem sowjetischen Einmarsch in Europa eskalierte und schließlich mit einer imaginären atomaren Entscheidungsschlacht zu Ende ging. Es wurde mit großem Ernst betrieben und die ganze Atmosphäre war durchaus realitätsnah. Das einzig Unrealistische war, nach dem Schichtwechsel heimzufahren und nach 12 Stunden wiederzukommen. Überall in der Sowjetunion verfolgten Lauschstationen den Ablauf von Able Archer. Zwar war bekannt, dass es sich nur um eine Übung handelte, doch der Zeitpunkt konnte schlechter nicht sein. Sie stand am Ende eines Jahres, in dem die Ost-West-Beziehungen einen historischen Tiefpunkt erreicht hatten. Das sah mehr nach dem provokativen Auftakt zu einem Großereignis aus. Zu einer Aktion, die darauf angelegt war, zu destabilisieren. Oder es sollte die politische Führung der Sowjetunion auf die Probe gestellt werden. Die Sowjets hegten einen tief verwurzelten Argwohn gegen den Westen. 40 Jahre lang hatten sie sich auf die Verteidigung gegen einen Überraschungsangriff eingerichtet.
Zu Beginn der 1980er Jahre hatten sie einen deutlichen Vorsprung erreicht. Zusätzlich zu gewaltigen in Osteuropa stationierten Streitkräften verfügten sie über mehr als 11.000 Atomsprengköpfe. 2000 SS-20 waren damit bestückt, mobile Mittelstreckenraketen mit der 45-fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Sie brachten jede Woche eine SS-20 in Stellung. Bald waren es Hunderte. Diese neue Raketenwaffe war gegen unsere europäischen Verbündeten gerichtet. Und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Das atomare Gleichgewicht schien bedroht. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Ronald Reagan. Präsident Reagan war eine Heldenfigur, aber kein Romantiker. Er wollte zumindest einen Gleichstand und in der Lage sein, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Deshalb die Aufrüstung während seiner ersten Amtszeit. 3, 2, 1, Mark. Um der sichtlichen sowjetischen Überlegenheit zu begegnen, gab Präsident Reagan $3 Billionen pro Jahr für die Verteidigung aus. 1983 waren 10.000 amerikanische Atomsprengköpfe auf die UdSSR gerichtet. Carrying the biggest stick, knowing how to use it and hoping you won't have to. Das Prinzip der nuklearen Abschreckung war eine Strategie der Verzweiflung. Sie sollte nach dem Zweiten Weltkrieg einen dritten verhindern, denn der wäre das Ende für unsere Zivilisation gewesen. That surely would have destroyed civilization as we know it. Der ganze Stolz von Ronald Reagans Aufrüstung waren die Pershing II, neue atomare Mittelstreckenraketen, die im November 1983 in Europa stationiert werden sollten. Ihre baldige Präsenz verunsicherte das Sowjetmilitär. Das Gefährliche an den Pershing II-Raketen war, dass sie bis Moskau nur 6 bis 8 Minuten brachten. Damit waren die USA in der Lage, die Sowjetunion durch einen plötzlichen Atomschlag quasi zu enthaupten, indem sie die Führung im Kreml ausschalteten. Ein Gegenschlag wäre fast unmöglich gewesen. Die Risiken waren enorm für beide Seiten. Und für die Sowjets schien es, als sei Ronald Reagan nun auch zum nächsten Schritt bereit. Am 8. März 1983 hielt Präsident Reagan seine im Kalten Krieg provokanteste Rede. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Diese Rede sollte den Kreml brüskieren. Und das tat sie auch. Als Reagan die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnete, war die Sowjetführung schockiert. Sie sagte, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen bei diesem Hau drauf, Präsident. Das alles gab den Sowjets das Gefühl, sie müssten auf einen Atomschlag gefasst sein. Angesichts zunehmender amerikanischer Feindseligkeit brauchte die Sowjetunion eine starke Führung. Doch der neue Staatschef Juri Andropow hatte nicht das Zeug dazu. Als KGB-Mann, der noch dazu nie im westlichen Ausland war, trat er 1982 Brezhnevs Nachfolger an. Ich kannte den KGB-Chef Juri Andropow sehr gut. Ich hatte ihm oft direkt Bericht erstattet. Die alte Garde stand ihm argwöhnisch gegenüber. Sie betrachteten ihn als intellektuell überlegen. Das mochten sie nicht an ihm. Andropow selbst wollte als harter Politiker gelten, nicht als liberal. Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt musste sich Juri Andropow mit Nierenversagen ins Kreml-Krankenhaus im Süden von Moskau begeben, wo er längere Zeit blieb. Einige Politbüromitglieder kamen einmal die Woche zu ihm. Von dort aus wurde das Land regiert. The Politburo was essentially
Das Politbüro war damals die reinste Geriatriestation. Das Durchschnittsalter lag bei 74, 75, irgendwo Mitte 70. Durch die Bank Leute, die sich offenbar schon lange Zeit an die Macht geklammert hatten. Die einzigen amerikanischen Erkenntnisse über sie kamen aus ungewöhnlicher Quelle. Wir haben so manches über ihre Persönlichkeit und ihre persönlichen Beziehungen erfahren, indem wir die Funktelefone ihrer Limousinen abgehört haben. Vor allem waren sie dadurch rein menschlich besser einzuschätzen. Wir erfuhren, welche ihre liebste Fußballmannschaft war. Sie witzelten übereinander. Sie redeten über ihre Gesundheitsprobleme, manche ziemlich plastisch. Es schien, als wären sie alle dem Tode nahe. Und das waren sie ja auch. Schon Ronald Reagans Aufrüstung und martialische Reden verunsicherten die betagten Sowjets. Doch das war erst der Anfang. Nur zwei Wochen nach dem Spruch vom Reich des Bösen gab der US-Präsident sein kostspieligstes und technologisch anspruchsvollstes Projekt bekannt. Die strategische Verteidigungsinitiative SDI, besser bekannt als Star Wars Programm. My fellow Americans, thank you for sharing your time with me tonight. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. Für die sowjetische Führung war das eine klare Kampfansage. Durch den Abschuss der Raketen im All würde ihr riesiges Atomarsenal auf einen Schlag nutzlos werden. So, we are defenseless. Damit sind wir wehrlos. All unsere Ausgaben für die Raketentechnik, rausgeworfenes Geld. Die machen uns glatt fertig. Er ist ein Antikommunist und nennt uns ein Reich des Bösen. Er knüpft uns auf oder erledigt uns in unseren Bunkern. Our presumption was that surely they'll understand. Wir waren überzeugt, dass sie unser SDI-Programm nicht als gezielte Bedrohung verstehen würden. And if they say it is, und wenn doch, waren sie schlecht unterrichtet. Wir zetteln keinen Dritten Weltkrieg an oder veranstalten Pearl Harbors. Wir sind die Vereinigten Staaten. Das war naiv, aber so dachten die Leute. Und das tun sie immer noch. Die Furcht vor einem Überraschungsangriff war tief verwurzelt bei der Sowjetführung. Sie hatte nicht vergessen, dass Hitler im Juni 1941 unter dem Deckmantel eines Manövers in die Sowjetunion einmarschiert war, womit die deutsche Operation Barbarossa begann. For the Soviet military and for millions of Russians. Für das sowjetische Militär und für Millionen von Russen war der sogenannte Überraschungsangriff im Zweiten Weltkrieg eine schmerzliche, tragische Erfahrung, die sie niemals vergessen konnten. Es war für die Streitkräfte eine nationale Schmach, die sich nie wiederholen sollte. Wer das erlebt hatte, musste sich durch die Reagan-Administration bedroht fühlen und alles Erdenkliche tun, um auf eine atomare Operation Barbarossa vorbereitet zu sein. Sie war die Schreckensvorstellung aller. Reagans Ansprachen, gepaart mit der amerikanischen Aufrüstung und der bevorstehenden Stationierung der Pershing-2-Raketen in Europa, waren für die Sowjets Grund genug, die NATO-Übung Able Archer mit Argusaugen zu verfolgen. Juri Andropow wollte keine neuerliche Überraschung erleben. Dafür sollte der KGB mit allen Mitteln sorgen. Noch als KGB-Chef hatte Andropow die Operation Rian gestartet. Sie sollte jedes Warnsignal für einen drohenden Angriff des Westens registrieren. Andropow said, and I remember,
Ich weiß noch, dass Juri Andropow sagte, wir seien zu keiner Zeit in der Nachkriegsgeschichte einem Krieg so gefährlich nahe gewesen. Das verblüffte mich. Der Slogan lautete Ne prosmatri, verpasst ihn nicht, den Moment, wenn der Westen den Krieg beginnt. Weltweit hatten die Agenten Order, Hinweise darauf zu sammeln. Einer von ihnen war Oleg Gordievsky, ein in London agierender KGB-Offizier. Wir waren instruiert, alle zwei Wochen einen Bericht abzuliefern über Anzeichen für Vorbereitungen zu einem plötzlichen Atomangriff. Was sollten wir machen? Wenn wir geschrieben hätten, es gibt keine, hätten wir uns auf die Birne bekommen. Die Liste der Hinweise auf einen bevorstehenden Atomkrieg war scheinbar endlos. Agenten rund um die Welt waren aufgefordert, die Preise für Blutkonserven zu beobachten, die Ölbevorratung, Fleischlieferungen und Bewegungen von Diplomatenfahrzeugen. Sowjetische Spione hatten Order zu zählen, wie viele Lichter nach 21 Uhr noch im Londoner Verteidigungsministerium brannten. Tatsächlich war zu der Zeit das Reinigungspersonal bei der Arbeit. Sowjetische Spione jedoch hielten es für ein Zeichen, dass ein Atomkrieg vorbereitet wurde. Darin sehen wir, wie absurd das Ganze war, aber auch, wie gefährlich solche Fehleinschätzungen hätten sein können. All diese Erkenntnisse wurden nach Moskau gemeldet. Dort übernahm der künftige KGB-Chef Wladimir Krutschkow die Leitung der Operation Rian. Ich habe 32 Jahre lang dem Geheimdienst angehört, unter den verschiedensten Chefs. Der paranoideste, antiwestlichste und starrsinnigste war Wladimir Krutschkow, der letzte KGB-Vorsitzende. Eine positive oder einfach nur objektive Information über den Westen durfte es bei ihm nicht geben. So etwas war für ihn Desinformation. Bis zu seinem Tod im Jahr 2007 blieb Wladimir Krutschkow von den aggressiven Absichten der USA überzeugt. Das Ziel der Operation Rian war es, uns rechtzeitig im Voraus zu warnen. Sobald die Raketen abgefeuert waren, war es schon zu spät. Die USA haben ja nicht nur das Recht auf einen atomaren Erstschlag für sich in Anspruch genommen, sondern auch alles getan, was darauf hindeutete, dass sie ihn beabsichtigten. In der Lubjanka, der KGB-Zentrale, ließ Krutschkow einen speziellen Rian-Raum einrichten. Hier wurde jeder Bericht in einen Großcomputer eingegeben und auf einem Schirm dargestellt. The analysts were putting crosses on the squares. Die Analytiker machten ein Kreuz in das Kästchen, wenn von einem Außenposten ein Bericht über Kriegsvorbereitungen hereinkam. Diese Kreuze wurden allmählich immer mehr und machten es augenfällig. Ja, da sind Vorbereitungen im Gange. Unsere Annahme ist richtig. So the concept is correct. Der Schirm würde gefüllt sein, wenn jeder Hinweis auf einen drohenden Atomschlag erfasst war. Dann wäre der Zeitpunkt gekommen, auf den Knopf zu drücken. Am 4. November 1983 war das NATO-Manöver in Fahrt gekommen. Wie es auf dem Plan stand, marschierten Sowjettruppen in Westdeutschland, Norwegen und Griechenland ein. Heute ist bekannt, dass Wladimir Krutschkow da schon eine Eilerklärung an alle KGB-Agenten weltweit herausgegeben hatte. Die Gefahr eines Atomkriegs erreicht einen äußerst gefährlichen Punkt. Wir gehen davon aus, dass ein Überraschungsangriff auf die UdSSR kurz bevorsteht. Was hatte die Sowjetführung so alarmiert, dass sie diese Warnung herausgab?
Es war nicht nur die Zuspitzung der Abel-Archer-Übung, sondern vielmehr der Verdacht, dass die Vereinigten Staaten 8 Wochen zuvor den passenden Vorwand für einen Kriegsbeginn gefunden haben könnten. Am Abend des 31. August 1983 entdeckte die sowjetische Luftabwehr in Fernost ein unbekanntes Flugzeug, das auf eine abgeschirmte Marinebasis zuflog. Als das Flugzeug schon südlich von Kamtschatka war und auf das Ochotskische Meer zuflog, tauchte über ihm ein interessanter Satellit auf. Und das Flugzeug schickte ein Telegramm zu dem Satelliten. Das sowjetische Militär war überzeugt, es handele sich um ein amerikanisches Spionageflugzeug, das den Luftraum erkundete. 1983 flogen US-Piloten regelmäßig solche Aufklärungseinsätze. Sie sammelten möglichst viele Informationen und kehrten dann in den internationalen Luftraum zurück. Doch dieses mysteriöse Flugobjekt machte nicht kehrt. Deshalb wurden 2 sowjetische Jagdflieger darauf angesetzt. Gennadi Osipowitsch war als erster in der Luft. Mir wurde gesagt, überprüfe die Waffen. So ein Befehl ist selten, das machte mich stutzig. Ich überprüfte sie. Es war alles in Ordnung. Ich fragte, was ist denn los? Da hieß es, ein Flugzeug habe die vorgeschriebene Route verlassen und fliege auf uns zu. Nach kaum einer Minute hatte Osipowitsch das mysteriöse Flugzeug vor sich. Ich setzte mich neben die Maschine. Da war sie, da war ich. Dann gab ich Blinkzeichen. Ich konnte alles genau sehen. Die beleuchteten Fenster, 2 Reihen von Bullaugen. Als das Flugzeug nicht reagierte, erhielt Osipowitsch den Befehl zur Warnung, eine Salve über die Tragflächen zu schießen. Es waren keine Leuchtspurgeschosse, ich habe sie nicht gesehen. Das war normale panzerbrechende Munition. Schließlich änderte das Flugzeug den Kurs, zurück Richtung internationaler Luftraum. Ich meldete das sofort Generalstabschef Ogakow. Die Verständigung war bestens. Er ordnete an, sofort abschießen. Die sowjetischen Befehlshaber wussten nicht, dass ihr Funkverkehr mit Osipowitsch von einem amerikanischen Lauschposten in Fernost aufgefangen wurde. Da war Folgendes zu hören. Ich empfand nichts dabei, nur Genugtuung, dass ich meine Aufgabe erfüllt hatte. Osipowitsch hatte kein Spionageflugzeug abgeschossen. Nein, es war Flug 007 der Korean Airlines von Anchorage nach Seoul mit 269 Menschen an Bord. What can we think of a regime that so broadly trumpets its vision of peace and global disarmament and yet so callously and quickly commits a terrorist act to sacrifice the lives of innocent human beings? Zunächst bestritt die Sowjetführung, die Linienmaschine abgeschossen zu haben. Als sie es dann eingestand, versuchte sie zu untermauern, dass es sich um einen Spionageflug gehandelt habe. Wir haben dann das Band manipuliert. Ich hatte gesagt, die Tragflächenlichter blinken. Nun sollte es heißen, blinken nicht. Sie schalteten einen Elektrorasierer ein und ließen mich sagen, sie blinken nicht. Ich musste das mehrmals sagen, bis wir mit dem Rasierer ein ähnliches Cockpit-Geräusch hinbekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass sich das mit einem Rasierer nachmachen lässt.
Uns beschäftigte, ob eine mangelnde militärische Kontrolle dahinter steckte, sodass irgendein Befehlshaber vor Ort das auf eigene Faust veranlassen konnte, unabhängig von Moskau. Wenn dem so war, was bedeutete das für einen möglichen Einsatz zumindest taktischer Atomwaffen? Diese Frage hat uns damals sehr beunruhigt. Ich glaube, die sowjetische Führung war darüber tief betroffen. Dass ihre Legitimität oder ihre Zivilisiertheit in Frage stand, war wirklich schmerzlich für sie. Es war ein unmenschliches Regime, aber sie hatten tatsächlich Schuldgefühle. Sie waren betroffen, dass das geschehen konnte, so ein schreckliches Verbrechen. Ich war tief deprimiert. Angesichts der weltweiten Verurteilung wurden die KGB-Agenten gebrieft, die USA würde den Abschuss dazu nutzen, eine antisowjetische Hysterie zu schüren. Und vor diesem Hintergrund spitzte sich das NATO-Manöver Able Archer zu. Tief unten in dem NATO-Atombunker in Belgien verlief das Kriegsspiel weiter nach Drehbuch. Obwohl es lediglich eine Kommunikationsübung war, verfolgten die Sowjets Able Archer mit zunehmendem Argwohn. Sie waren überzeugt, dass ein Angriff des Westens, wenn er denn stattfand, als Manöver getarnt erfolgen werde. Für die Sowjets waren damals in Belgien und in ganz Westeuropa Fahrzeuge mit Lauschgeräten unterwegs. Deshalb war es wichtig, nie eine offene Telefonleitung zu benutzen oder Ähnliches, wodurch Informationen, die wir erhielten, preisgegeben worden wären. Inzwischen kamen Funksprüche von der imaginären Front vom Mittelmeer bis zum Baltikum herein. Zwischendurch trat manchmal für eine Stunde völlige Funkstille ein. Dann ging es auf seltsame Weise wieder weiter. Es war ein vertracktes Puzzle, das die Sowjets nicht so recht entschlüsseln konnten. Der sowjetische Geheimdienst konnte, ebenso wie alle anderen, den aufgefangenen Funkverkehr ausreichend deuten. Angenommen, ein Divisionshauptquartier setzt Funksprüche ab. Dass etwas übermittelt wird, bekommt jeder mit. Die Sowjets registrieren es und sehen, das geht von dem Divisionshauptquartier zu einem Hauptquartier dort, das seinerseits zu ein oder zwei anderen sendet. Das müssen Divisions- oder Hauptbefehlsstellen sein. Mithilfe einer solchen sogenannten Verkehrsanalyse lässt sich eine Schlachtordnung erkennen, ohne den Inhalt des Funkverkehrs wissen zu müssen. Damit die lauschenden Sowjets nur ja keine falschen Schlüsse zogen, war jeder NATO-Funkspruch deutlich als Übung, Übung gekennzeichnet. Aber die misstrauischen Sowjets sagten sich natürlich, das ist alles nur Irreführung, ist Teil der großen NATO-Maskerade. Was wir auch taten. Die Sowjets betrachteten es als Tarnung für etwas viel Schlimmeres. Angesichts des bestehenden Ungleichgewichts wagen solche groß angelegten Truppenübungen immer die Gefahr, dass unter ihrem Deckmantel ein plötzlicher atomarer Raketenschlag erfolgen könnte. Für ein Frühwarnsystem hatten die Sowjets massiv in ihre Satellitentechnik investiert. Sie überwachten jede westliche Nuklearbasis und die Daten gingen direkt zur militärischen Abteilung des KGB und sogar zu Staatschef Andropow selbst. Narrensicher war dieses System keinesfalls. 3 Wochen nach dem Abschuss der koreanischen Linienmaschine kam es zu einem weit weniger bekannten Zwischenfall mit beinahe katastrophalen Folgen. Am Abend des 26. September 1983 trat Oberstleutnant Stanislav Petrov in einem Frühwarnbunker südlich von Moskau den Dienst an, als Vertretung für jemand anderen.
Die Schicht hätte ebenso jeder andere übernehmen können. Aber es traf zufällig mich. Daran war auch nichts Besonderes. Es war reine Routine. Petrovs Routinetätigkeit bestand darin, einen Satelliten im Auge zu behalten, der Fotos von Nordamerika machte. Die Computerauswertung konnte den Start amerikanischer Atomraketen aus ihren unterirdischen Silos im mittleren Westen erfassen. Das war wirklich ein Schock. Plötzlich heulte die Sirene los und das Wort Start leuchtete auf. In riesigen roten Buchstaben auf weißem Grund. Das Ganze war einfach unglaublich. Nichts deutete auf eine Fehlfunktion hin und Petrov erwartete, dass die Satellitenaufnahmen den Raketenabschuss bestätigen würden. Doch in den USA ging gerade die Sonne unter. Die Abschussbasen lagen in der Abenddämmerung verborgen. Es wimmelte nur so von Lichtpunkten. Darunter einen Raketenstart auszumachen war unmöglich. Da von einem Raketenstart nichts zu sehen war, vertraute Petrov seinem Instinkt. Er ignorierte den Computer und sperrte das System. Kaum hatte er das getan, registrierte der Computer einen weiteren Abschuss. Petrov musste nun seinem Vorgesetzten melden, dass er den Satelliten ein zweites Mal überging. Als ich den Hörer vom Ohr nahm, er war aber noch dran, sagte ich wörtlich, da kommt noch eine. Nach dem dritten Start lautete die Computerwarnung Raketenangriff. Diese Schreckensmeldung wurde direkt an Juri Andropow weitergeleitet. Die Staatsführung forderte eine Bestätigung an, dass die Satellitenerkennung korrekt war. Nur Stanislav Petrov verhinderte einen massiven atomaren Vergeltungsschlag. Ich wurde dermaßen nervös, dass es mir vorkam, als würde ich auf einer heißen Pfanne sitzen. Ich hatte einen Schweißausbruch und spürte meine Füße nicht mehr. Petrov wusste, dass die US-Raketen 12 Minuten bis zum sowjetischen Luftraum brauchten. Während dieser Zeit registrierte der Computer 2 weitere Starts. Demnach waren nun 5 Raketen unterwegs. Ich gehöre zu den Menschen, die an einer einmal getroffenen Entscheidung festhalten. Zudem hatten wir gelernt, dass der Beginn eines Raketenkriegs mit den USA nicht ein einzelner Abschuss sein würde, sondern ein Massenstart. Unglaublich, aber wahr. Stanislav Petrovs Instinkt erwies sich als richtig. Die 5 Atomraketen waren nichts anderes als Wolken in sehr großer Höhe. Sie reflektierten das Sonnenlicht direkt in die Infrarotsensoren des Satelliten. 20 Minuten später waren sie verschwunden. Doch Petrovs Handeln hatte ein Nachspiel. Er gab zu Protokoll, warum er den Computer übergangen hatte und wurde später aus dem Militärdienst entlassen. Der Vogel oben kackt auf den unter ihm. Genauso ist es mir ergangen. Ich war mächtig sauer. Stanislav Petrovs außergewöhnliches Verhalten an jenem Abend blieb bis zum Ende der Sowjetunion ein Staatsgeheimnis. Der Westen wusste gar nicht, wie anfällig das sowjetische Frühwarnsystem geworden war. Entsprechend verwundbar fühlte sich jedoch die sowjetische Führung. Kein Wunder also, dass das Manöver Able Archer, mit dem der atomare Vernichtungskrieg geprobt wurde, dort so ankam, wie es der Fall war. One of the things that kept the Cold War scary
Was den Kalten Krieg auch so gefährlich machte, war das mangelnde Wissen auf beiden Seiten über die Denkweise der anderen. Im Herbst 1983 konnte nur ein Mann dem Westen sagen, was die Sowjetführung wirklich dachte. Ein zum britischen Geheimdienst übergelaufener Doppelagent. Er war die einzige verlässliche Quelle in Bezug auf die Paranoia an der Spitze der Sowjethierarchie. Sein Name war Oleg Gordievsky. Wir hatten streng geheime, aber hervorragende Erkenntnisse über die Denkweise der russischen Führung von einem KGB-Mann in der sowjetischen Botschaft in London. Von einem Mr. Gordievsky. Вообще надо сказать, что наши очень. I met my British contacts once in 4 weeks. Ich traf meine britischen Kontaktpersonen einmal in 4 Wochen. Dafür mietete der Geheimdienst in Bayswater mittags eine kleine Wohnung an. Where's the service? At lunchtime. It was the. Der Offizier John Scarlett und eine Sekretärin kamen dorthin und fotografierten Dokumente, die ich hin und wieder in meinen Taschen dorthin mitbrachte. Which I sometimes did. John Scarlett gab dieses Material sofort an seine Vorgesetzten weiter. Es war so wichtig, dass es anschließend zur CIA nach Washington geschickt wurde. Dabei wurde alles getan, um Gordievsky als Quelle der Informationen zu schützen. Die US-Administration war beeindruckt. Als wir Präsident Reagan das von Gordievsky stammende Material vorlegten, hat er uns gleich gefragt, haben wir auch so jemanden wie Gordievsky? Das mussten wir verneinen. Wir hatten einige sehr gute Quellen in der Sowjetunion. Die haben uns mit militärischen Informationen versorgt. Hingegen erfuhren wir durch Gordievsky, was die sowjetische Führung dachte. Wir haben ihm geglaubt, was er uns erzählte, und hielten ihn für aufrichtig. Aber das gilt es stets in ein größeres Bild einzuordnen. Wer sich nur auf Geheimdienstermittlungen stützt, ist verloren. Der Oktober 1983 war einer der angespanntesten Monate des gesamten Kalten Krieges. Die bevorstehende Stationierung von Marschflugkörpern und Pershing-2-Raketen mobilisierte die Friedensbewegung mehr denn je. 200.000 Menschen demonstrierten in London, 600.000 in Westdeutschland. They poured into Bonn this morning in their tens of thousands. 4,000 coaches alone had been laid on to bring them in. Nearly 500,000 people gathered to form a human chain across the Rhine. Former Chancellor Willy Brandt told them later he was firmly against Pershing in this country which already has more missiles than any other in Europe. Eine Pershing 2 konnte Moskau in 8 Minuten erreichen. Obwohl ihre Standorte als Top Secret galten, waren sie den Sowjets sehr wohl bekannt, dank ostdeutscher Geheimdiensttätigkeit. Brisante Situation zwischen Ost und West. Es bestand durchaus die Gefahr des Übergangs des Kalten Krieges in einen heißen Krieg. Das waren natürlich nicht alles Spitzenquellen. In der Bundesrepublik kann man von etwa 500, wo die Raketen stationiert worden sind in der Bundesrepublik. Wir kannten die einzelnen Orte genau. Die zu kennen war für Moskau überaus wichtig. Ein noch größerer Coup wäre jedoch herauszufinden, was die NATO vorhatte. Wenn die Übung Able Archer als Tarnung für einen atomaren Überraschungsangriff diente, war das nur von einem Mann zu erfahren. Er war ein deutscher Spion im NATO-Hauptquartier mit dem Decknamen Topaz. Er selbst hat sich den Decknamen Topaz gewählt. Topaz ist ein Edelstein. Und so möchte ich auch und sein Würgen kennzeichnen. Er war ein Edelstein.
Die NATO war von Anfang an mein Feindbild. Ich wollte sie von innen zerstören, wenn irgend möglich. Das war mein Ziel. Fünf Jahre lang arbeitete sich Rainer Rupp geduldig in der NATO-Hierarchie nach oben und erlangte Zugang zu mehr und mehr Geheiminformationen. Ich verbarrikadierte die Tür und lichtete Dokumente ab. Wenn es dann knallte... Verzeihung, habe ich ganz vergessen. Schicken Sie die bitte um 2 Uhr raus. Und dann machte ich weiter meine Notizen. Nach einer Weile ist das Routine. Du hast nicht mal mehr Herzklopfen dabei. Was Topaz ausspionierte, war einzigartig. Und die Sowjets wollten mehr davon. Tatsächlich erlangte er Zugang zum geheimsten aller NATO-Dokumente. Mit der Bezeichnung MC-161. Es war Cosmic Top Secret, so lautete die höchste Geheimhaltungsstufe. Es durfte nur in der Registratur gelesen und nicht ins Büro mitgenommen werden. Nur zur Einsichtnahme. Haben Sie es fotografiert? Ja, vollständig. Das war eine Menge Arbeit. Und ich verrate Ihnen nicht, wie ich das gemacht habe. MC-161 wurde so gehütet, weil es die Kronjuwelen der NATO-Ermittlungen enthielt. Nicht einen Schlachtplan, sondern eine detaillierte Auflistung von allem, was die Sowjets über die NATO wussten. Wenn Sie wissen, was Ihr Gegner über Sie weiß, dann wissen Sie zum Beispiel, welche Ihrer Stärken und welche Schwachpunkte er nicht kennt. Das ist von ungeheurem Vorteil. Das ganze Jahr 1983 hindurch hielt Rainer Rupp die Sowjets über NATO-Vorhaben auf dem Laufenden, mittels eines dafür geschaffenen Systems. Ich habe immer gesagt, es gäbe keinen groß angelegten Plan, die Sowjetunion dann und dann um 12 Uhr anzugreifen. Denn da hätten die europäischen Regierungen nicht mitgemacht. Die deutsche schon gar nicht, weil Westdeutschland dabei selbst völlig oder jedenfalls zum größten Teil zerstört worden wäre. Aber Reagans Säbelrasseln hätte durchaus zu einem Atomkrieg führen können. In Moskau erhielt der KGB diese Berichte. Die Einschätzung Ronald Reagans wurde dort geteilt. Aber im Gegensatz zu Topaz glaubten sie fest daran, dass die NATO einen Angriff plane. Na, etwa Mitte 1982 in Moskau und hatte dort ein Vier-Augen-Gespräch mit dem damaligen Leiter der ersten Hauptverwaltung, das KGB, das war die... Quellen, die wir in den entsprechenden Dienststellen haben. Das Sammeln von Erkenntnissen ging ungebrochen weiter. In dem Bestreben, bei ihren Herren in Moskau gut dazustehen, lieferten Agenten rund um die Welt weiter ihre RIAN-Berichte ab. Ob sie stimmten oder nicht, war nicht mehr so wichtig. Sie heizten nur die Paranoia im Herzen der Sowjetmaschinerie an. The RIAN program was absolutely vital. Das RIAN-Programm war lebenswichtig, weil es der Parteiführung sofort signalisieren würde, dass etwas im Busch sei. Dann würden die Regierung, das Politbüro und sämtliche Funktionäre mit dem Fahrstuhl tief nach unten fahren, unter das KGB-Gebäude, von wo sie ein Sonderzug etwa 30, 40 Kilometer weit zu einer speziellen unterirdischen Stadt brächte, in der sie dann die Folgen eines Atomangriffs auf Moskau aussitzen würden. Auch Präsident Reagan rüstete sich für den Weltuntergang. Er erhielt sein erstes Briefing über SIOP,
den Single Integrated Operation Plan, der beschrieb, was im Fall eines Atomkriegs geschehen werde. Der US-Präsident wurde zum ersten Mal mit diesen Szenarien konfrontiert. Es war sehr ernüchternd. Er schrieb in sein Tagebuch: Eine der ersten Statistiken, die ich sah, war das Erschreckendste, was ich je gehört hatte. Das vergesse ich nie. Dem Pentagon zufolge würden mindestens 150 Millionen Amerikaner bei einem Atomkrieg mit der Sowjetunion umkommen, selbst wenn wir gewinnen würden. Und einige im Pentagon behaupten immer noch, ein Atomkrieg könne gewonnen werden. Die müssen verrückt sein. Als Reaktion darauf wies Ronald Reagan amerikanische Wissenschaftler an, die Forschung für sein geliebtes Star-Wars-Projekt voranzutreiben. Der KGB wertete diese Eile als ein weiteres Zeichen für Kriegsvorbereitungen der USA. Am Abend des 5. November 1983, einem Samstag, sah der Ablauf von Abel Archer einen bevorstehenden Einsatz chemischer Waffen seitens der Sowjetunion vor. Draußen in der wirklichen Welt erhielt Oleg Gordievsky, wie wir heute wissen, just an diesem Abend ein weiteres alarmierendes Telegramm aus Moskau mit dem Zeitplan für einen westlichen Erstschlag. Rian zufolge ist davon auszugehen, dass ein Atomangriff auf die Sowjetunion sehr bald erfolgen wird. In den nächsten 7 bis 10 Tagen. In dem Telegramm hieß es ferner, der Countdown habe bereits begonnen. Am Montag, dem 7. November, trat das Kriegsspiel Abel Archer in eine neue Phase. Laut Drehbuch hatten die Sowjets nun chemische Waffen eingesetzt. Die Spieler hatten darauf atomar zu antworten. Die Vorstellung, dass irgendwer vom Skript des Planungsstabs abweichen könnte, ist illusorisch. Denn das Problem bei solchen Übungen ist, dass wenn jemand sozusagen improvisiert und dadurch womöglich den Krieg gewinnt, er damit allen anderen die Übung kaputt macht. Deshalb hält sich jeder an das Skript. Während sich die sowjetischen Militärs abmühten, dem imaginären Krieg, den die NATO nun führte, zu folgen, erreichten den KGB neue und im Zweifel alarmierende Nachrichten. Weltweit wechselten amerikanische Militäreinrichtungen auf eine höhere Alarmstufe. Doch das hatte nichts mit der Gefahr eines Atomkriegs zu tun. Am 23. Oktober, 2 Wochen vor Beginn der Übung Abel Archer, war auf eine der US-Marinebasen in Beirut ein gewaltiger Selbstmordanschlag verübt worden, bei dem 241 Soldaten starben. Als Folge auf den Anschlag auf die Marines in Beirut wurde die Sicherheit in allen US-Einrichtungen erhöht. Es wurden LKWs als Barriere vor dem Weißen Haus geparkt. Wir waren bis dahin noch nie von einer LKW-Bombe getroffen worden. Den Sowjets musste klar sein, dass die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen mit diesem Anschlag in Beirut zu tun hatten und nicht mit irgendwelchen Vorgängen in Europa. Und als wäre das alles noch nicht genug, gab es für Rian am Tag nach der Bombe in Beirut einen weiteren Indikator. Ohne jede Vorwarnung landeten US-Marinesoldaten auf der kleinen Commonwealth-Insel Grenada, um dort ein sich mausendes kommunistisches Regime niederzuwerfen. Mrs. Thatcher's reaction to the American invasion. Mrs. Thatcher reagierte zutiefst indigniert auf die US-Invasion in Grenada. Erstens war sie vorher nicht informiert oder konsultiert worden und zweitens waren die Amerikaner so mir nichts, dir nichts in einen Teil der Dominions der Queen einmarschiert.
Die Invasion rief einen Sturm von verschlüsselten Botschaften zwischen Mrs. Thatcher und dem Weißen Haus hervor. Es gab damals extrem gereizte, um nicht zu sagen aufgebrachte Telefonate. Ich glaube, Präsident Reagan hat es im Nachhinein sehr bedauert, nicht vorher was gesagt zu haben. Für den KGB in Moskau war diese stürmische Kommunikation genau das, was er kurz vor einem Atomschlag erwartete. Was den KGB vom amerikanischen oder auch vom britischen Geheimdienst unterschied, war sein fehlendes Analysevermögen. All die vielen Spione schickten von draußen Informationen und es hat niemand analysiert, inwieweit die ihre Richtigkeit hatten. Wenn Präsident Reagan wirklich vorhatte, die Sowjetunion anzugreifen, dann gab er sich alle Mühe, das zu verschleiern. Am frühen Morgen des 8. November trat er eine Reise nach Korea und Japan an. Was er indes mitnahm, war der sogenannte Nuclear Football, ein 18 Kilo schwerer Aktenkoffer mit den Startcodes des Präsidenten im Falle eines Atomkriegs. Am selben Morgen ging das Kriegsspiel Abel Archer in seine Schlussphase. Nachdem ein sowjetischer Chemiewaffenangriff nicht hatte vereitelt werden können, sah das Skript nun den Einsatz von Nuklearwaffen vor. Die Planer begannen mit der Festlegung der Ziele. Da übten Leute wie ich selbst, richtig zu reagieren. Und natürlich benutzten wir unsere tatsächlichen Pläne. Am Nachmittag billigte der alliierte Oberkommandierende 25 Ziele in Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei. Das Nuklearersuchen wurde sofort nach London und Washington übermittelt. Diese streng geheime Frequenz wurde von den Sowjets abgehört. Ob die Sowjets das atomare Freigabeverfahren deuten konnten, ist eine interessante Frage. Wohl eher nicht. Aber sie reagierten wie eine getretene Katze. Vorsorglich leitete das Sowjetmilitär Verteidigungsmaßnahmen gegen Abel Archer ein. In Osteuropa bezogen Panzer und Truppen ihre Kriegsfallpositionen. Atombomber wurden in Bereitschaft versetzt. Die Flugzeugbesatzungen und das gesamte Personal waren direkt bei ihren Maschinen stationiert. Als der Befehl kam, mussten alle Piloten in die Cockpits und die Triebwerke starten. Und dann haben wir auf den Befehl gewartet, zu starten. Das ist eine ungeheure Belastung. Alle warten angespannt auf diesen Befehl. In der Ostsee machte sich die riesige Nordflotte für den Angriff bereit. Unsere Schiffe, auch die großen Kreuzer, fuhren dicht an die vielen Steilfelsen heran. Denn vor denen ist ein graues Schiff schwer auszumachen. Am Rande der Arktis suchten die riesigen Atom-U-Boote Schutz im Eis. Im Falle eines atomaren Schlagabtauschs konnten ihre Interkontinentalraketen kriegsentscheidend sein. Wir warteten in einem Eisloch, um nur ja nicht den Funkspruch zu verpassen. Die Zeit bis zu einem Gegenschlag sollte möglichst kurz sein. Ein U-Boot unter dem Eis zu orten, ist praktisch unmöglich. Die Sowjetführung hielt diese ernsten Verteidigungsvorkehrungen für zwingend erforderlich. On the military side. Beim Militär haben mehrere Dutzend hoher Offiziere daran geglaubt. Das war Gewicht genug, um das Zentralkomitee, den KGB und auch Juri Andropow davon zu überzeugen, dass es kein Hirngespinst war. Aber auch sie wussten, dass der Einsatz einer Atomwaffe seitens der USA nicht möglich war, ohne die Zustimmung des US-Präsidenten. Ursprünglich hatte Ronald Reagan auch an Abel Archer teilnehmen sollen. Erst im letzten Moment hatte Bud McFarlane die Planung stillschweigend geändert.
Jede solche Operation wird von der Sowjetunion genauestens beobachtet. Und wenn die höchsten Entscheidungsträger daran teilnehmen, wirft das die Frage auf, ob es noch eine Übung ist oder nicht womöglich ein Angriff stattfinden soll. Der Präsident schloss sich meiner Meinung an, dass wir, wie falsch die sowjetische Einschätzung auch sein mochte, keinen Anlass liefern sollten, noch eins draufzusetzen. Und so nahm er davon Abstand. Da Ronald Reagan nun nicht teilnahm, sagten auch andere NATO-Spitzenpersönlichkeiten ab. Militärische Berater übernahmen ihre Rolle. Am Abend des 8. November genehmigten sie den Einsatz von Nuklearwaffen. Für die lauschenden Sowjets machte es den Eindruck, als sei die Befehlskette nun geschlossen. Es war ein ernstes Problem. Ein atomarer Überraschungsangriff der USA schien unmittelbar bevorzustehen. Wladimir Kryuchkov hatte zuvor gewarnt, dass ein Atomangriff in den nächsten 7 bis 10 Tagen erfolgen werde. Nun sah es so aus, als habe er recht gehabt. Die Welt stand am atomaren Abgrund. An diesem Abend erhielt Oleg Gordievsky ein außergewöhnliches Telegramm aus Moskau. When it was a flash telegram. Ein Blitztelegramm war immer von höchster Dringlichkeit. Die Lage ist kritisch. Die amerikanische Übung könnte Vorbereitung für einen plötzlichen Atomangriff sein. Geben Sie Acht und berichten Sie sofort alles Ungewöhnliche. Wie sollten wir mit so etwas umgehen? Der KGB verschickte Blitztelegramme an alle Mitarbeiter weltweit. Auch Topaz wurde alarmiert, der Star-Agent in der NATO-Zentrale. Ein Kurier überbrachte mir die Nachricht. Höchste Alarmstufe. Die Russen befürchten das Schlimmste. Sie wollen alles wissen. Die NATO bereitet den Krieg vor. Ich war außer mir und dachte, wo führt das hin? Rainer Rupp sollte den KGB vorwarnen. Über ein spezielles Gerät, das in einem Taschenrechner versteckt war. Ich schrieb meine Nachricht und verschlüsselte sie. Dann wandelte dieses Gerät sie in ein kurzes Geräusch um. Damit ging ich dann zu einer Telefonzelle. Taten Sie das auch während Abel Archer? Ja. Mit welchem Inhalt? Es gebe keinerlei Anzeichen für Kriegsvorbereitungen der NATO. Ich spreche von der NATO, nicht von den USA. Das waren zweierlei Paar Schuhe. Spähsatelliten der CIA fotografierten sorglos die militärischen Verteidigungsmaßnahmen. Atombomber entlang der Startbahnen in der DDR. Truppen und Panzer auf ihren Kriegspositionen in Osteuropa. Sowjetische U-Boote versteckt im arktischen Eis. Doch sie waren blind für die Paranoia der Sowjetführung. Ihnen entging auch, dass die schlimmsten Vernichtungswaffen der Erde bereit gemacht wurden, den Weltuntergang herbeizuführen. In dem imaginären Kriegsspiel Abel Archer wurde die letzte Seite des Skripts aufgeschlagen. Nachdem der Einsatz von Atomwaffen genehmigt worden war, mussten die Kommandeure noch eine ganze Nacht warten, bis sie auf den Knopf drücken durften. Als es soweit war, dass die Übung nuklear zu Ende ging, machte sich eine gewisse Hochstimmung breit. Jetzt kam noch der Atomschlag, der große Knall, dann konnten wir alle nach Hause gehen. Ihnen war nicht klar, welch besonderes Datum diese Nacht im Sowjetkalender hatte.
Im November 1983 diente ich bei einer strategischen Raketeneinheit. Unsere Kommandeure hatten uns während der Einweisung gesagt, dass ein Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach im Vorfeld eines Feiertags beginnen würde. Der 7. November 1983 war der Tag der Revolution, an den sich mehrere Feiertage anschlossen. Nach Auffassung der Sowjetführung waren sie in dieser Zeit am verwundbarsten. Während die Menschen feierten, stellten wir uns darauf ein, dass die USA gerade da den Dritten Weltkrieg entfesseln könnten. Am 3. oder 4. November, also noch vor dem Fest, kam nachts im Kommandobunker plötzlich der Befehl zu erhöhter Alarmbereitschaft. Es war so ernst, dass ein dritter Mann ständig an der Leitung bleiben musste. Von amerikanischen Satelliten unbemerkt wurden mehr als 300 Interkontinentalraketen für einen massiven Vergeltungsschlag bereitgemacht. Die strategischen Raketenverbände gingen heimlich, ich betone heimlich, in erhöhte Bereitschaft. Die übrigen Streitkräfte erfuhren davon nichts. Unter meinem Kommando standen damals 10 Interkontinentalraketen mit jeweils 10 Atomsprengköpfen. Jede Rakete war auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Die erste auf Washington, die zweite auf New York, die dritte auf Philadelphia und so weiter. Die Treffgenauigkeit war enorm. Sie hätten alles zerstört. Jede Rakete hatte die Sprengkraft von 150 Hiroshima-Bomben. Und sie waren nicht die einzigen Atomwaffen, die in Bereitschaft gingen. Vom Westen unentdeckt wurden auch 75 SS-20 im Gelände verteilt. Damals waren Spähsatelliten noch nicht gut genug, um deren Standorte auszumachen. Und die SS-20 waren technisch so ausgestattet, dass sie weder visuell noch durch Funkaufklärung geortet werden konnten. Die Kontrolle über diese weit gefächerte heimliche Eskalation hatte Oberbefehlshaber Marschall Ogarkov. In jener Nacht ging er hinab in den Hauptkommandobunker. Im Atombunker von Abel Archer herrschte eine völlig andere Stimmung. Ich sehe keinen Grund, weshalb die Sowjets hätten alarmiert sein sollen. Die machten auch ihre Übungen, bei denen sich dasselbe abspielte wie bei uns. Noch dazu war Abel Archer nur eine Papierene, eine Kommandostabsübung. So haben es die Sowjets nicht gesehen. Isoliert in seiner Krankenhaus-Suite wusste Staatschef Juri Andropow, dass er eines der ersten NATO-Ziele sein würde. Als Offiziere der strategischen Raketenverbände haben wir einen zu langsamen Entscheidungsprozess am meisten gefürchtet. Die Flugzeit einer Pershing 2 betrug nur 8 Minuten. So klein war das Zeitfenster für eine Entscheidung. In der Sowjetunion waren 3 Männer befugt, Atomraketen zu starten. Außer Andropow hatten auch der Verteidigungsminister und der militärische Oberbefehlshaber einen Chemodanchik, das russische Gegenstück zum Nuclear Football, einen Koffer mit den Startcodes für die Nuklearwaffen. Auf dem Hintergrund der Spannungen 1983 haben sie den USA, glaube ich, wirklich einen Atomschlag zugetraut. Es gibt noch einen Aspekt, den wir oft vergessen. Die Amerikaner haben schon einmal Atomwaffen eingesetzt. Nicht als Test oder als Drohung, sondern sie haben 2 japanische Städte zerstört. Die Nacht des 8. November hindurch wartete die gesamte sowjetische Kriegsmaschinerie auf den Atomalarm.
Alle Ereignisse des Jahres 1983 hatten zu der Überzeugung geführt, jetzt starten die Amerikaner einen Atomangriff. Sie hatten das Verlangen, die Motive und in Abel Archer hatten sie eine perfekte Tarnung. Die Sowjets konnten jetzt nur noch darauf warten, dass sie auf den Knopf drückten und dann zurückschlagen. Wir waren zum Dritten Weltkrieg bereit, wenn die USA angefangen hätten. Am darauffolgenden Morgen fingen die Sowjets die NATO-Meldung auf, es seien Atomraketen gestartet worden. Wir warteten auf den einen allerwichtigsten Befehl, den Umschlag mit den Startcodes zu öffnen. Dabei zittern einem die Hände, es ist schrecklich. Aber wir wussten, wenn wir diesen Befehl erhalten hatten, waren bereits US-Raketen zu uns unterwegs. Die Ziele waren bestimmt, die chiffrierten Nachrichten gesendet worden. Doch die Raketen standen letztlich nur auf dem Papier. In einem Kriegsspiel. Am letzten Morgen wurden 350 imaginäre Atomwaffen gestartet, zu Zielen in Osteuropa und der Sowjetunion. Dann war ganz plötzlich die Übung zu Ende. Und am 11. November wurde des Waffenstillstands 1918 gedacht. Can you imagine people like Andropov? Können Sie sich vorstellen, dass Andropow einen Krieg anfangen würde? Wie sähe denn der letzte Lebensmonat nach einem atomaren Schlagabtausch aus? Wer wünscht sich, dass sein Leben in einem solchen Desaster endet? Das waren rein menschliche Gefühle. Ich kenne diese Menschen persönlich. Sie würden niemals einen Krieg beginnen. Das ist ein Teil der russischen Kultur, der im Westen oft nicht gesehen wird. Wir hatten schon zu viele Kriege mit Millionen von Toten. Für uns ist Krieg der allerletzte Ausweg. Staatschef Juri Andropow wusste nur zu gut, dass seine geliebte Operation Rian noch unvollständig war. It was just about half. Da fehlte fast noch die Hälfte. Der sogenannte Beweis war nicht da. Das System sagte keine Anzeichen für die Planung eines Atomangriffs. Niemand war erleichterter über den Ausgang als die Männer mit dem Finger am Startknopf, die sowjetischen Raketenmannschaften. Als ich vom Dienst heimkam, hat mich meine Frau freudig empfangen. Alle waren überglücklich. Und am nächsten Tag haben wir dann mit der ganzen Familie doch noch den 7. November, den Tag der Revolution, gefeiert. Den feiern wir übrigens heute noch. Erst nach dem Ende der NATO-Übung Abel Archer bemerkte der Westen die außergewöhnliche sowjetische Reaktion. Ich schilderte John Scarlett, was ich erlebt hatte. Mir war die Dramatik bewusst und wie nervös Moskau war. Die KGB-Station in London hielt das für Quatsch, für nicht so wichtig, während Scarlett wissen wollte, was sich in Moskau abspielte. Diese Erkenntnis wurde auch von den Amerikanern ernst genommen.
Und alle reagierten sehr verblüfft darauf. Der US-Präsident hat nicht jedes Wort gelesen. Er erhielt von der CIA einen Abriss mit den wichtigsten Punkten aus Gordievskis Bericht. Die haben ihn sehr betroffen gemacht. Mir kam bei Gordievskis Bericht sofort in den Sinn, dass unsere Geheimdienste ziemlich versagt hatten. Am schlimmsten war, dass uns Abel Archer an den Rand eines Atomkriegs gebracht hatte, ohne dass wir davon wussten. Drei Tage nach dem Ende des Manövers kamen die ersten Marschflugkörper auf dem Luftwaffenstützpunkt Greenham Common in England an. Hunderte von Pershing-2-Raketen wurden in Westdeutschland, Italien und Griechenland auf die gleiche Weise empfangen. Die Demonstranten sahen einen Atomkrieg näher rücken. Sie ahnten nicht, wie nah er kurz zuvor gewesen war. Für Juri Andropow war die Furcht vor Abel Archer die letzte Krise seiner Amtszeit. Er starb 2 Monate danach. Ein Jahr später wurde Oleg Gordievsky nach Moskau zurückgerufen. Er wurde überwacht und wandte sich an den britischen Geheimdienst MI6. Everybody during the Cold War. Alle, die während des Kalten Krieges Kontakt zu ausländischen Geheimdiensten hatten, wurden geschnappt und erschossen. Alle. All. Weil ihm das Gleiche drohte, schmuggelten britische Agenten Oleg Gordievsky im Juli 1985 über die finnische Grenze. Ich habe als einziger von 10 Offizieren überlebt. Sie können von Glück sagen. Oh ja, es ist wie ein zweites Leben. Rainer Rupp hatte nicht so viel Glück. 1993 wurde Topaz von der CIA enttarnt. Ich habe der NATO sehr geschadet, und besonders auch den USA. Das freut mich bis heute. Rupp wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er 7 verbüßt hat. Glauben Sie, die Amerikaner sehen Sie immer noch gern im Gefängnis? Sicher. Nicht nur mich. Und am liebsten würden sie den Schlüssel wegwerfen. 1983 wäre es irrtümlich fast zu einem Atomkrieg zwischen Ost und West gekommen. Keine Seite wollte ihn, aber sie sprachen nicht miteinander. Nur dank der Spione, hüben wie drüben, wurde der Frieden bewahrt. Die Ironie ist, dass die sowjetische Panik im November 1983 Ronald Reagan dazu veranlasste, Gespräche mit der sowjetischen Führung aufzunehmen. Nach mehreren Treffen besuchte er Moskau im letzten Jahr seiner Präsidentschaft. You still think you're in an evil empire, Mr. President? No. Das läutete das Ende des Kalten Krieges ein.